Wirklich wahr. Wirklich wahr. Der Adventskalender-Podcast vom Theaterhausensemble. 24 wahre Geschichten von 24 unterschiedlichen Menschen erzählt. Es ist kaum zu glauben, doch es ist wirklich wahr. Wirklich wahr. Wahrhaftig wahr. Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ich bin gerade zu Hause und koche Tee, weil ich bekomme gleich Besuch von Christina. Christina und ich, wir kennen uns schon ziemlich lange. Sie war die Kita-Leitung und Erzieherin in dem Hort, wo meine Kinder sind. Und in dieser Zeit habe ich mitbekommen, dass Christina ganz schön viel erlebt hat und wunderbar erzählen kann. Da kommt sie schon. Ich gehe mal an die Tür. Bis gleich. So, wir sitzen zusammen am Tisch. Christina trinkt ihren Tee. Und zuallererst bin ich neugierig. Diese Geschichte ist wirklich wahr und ist mir passiert. Da war ich so 6 oder 7 Jahre alt. Sie hat mich in der Tat sehr geprägt, weil ja, ich mir da so eine Essenz für mein Leben herausgefunden habe. Und eine echte Hauptrolle in dieser Geschichte spielt dein Vater, oder? Also, mein Vater hat sehr viel gearbeitet und von daher habe ich ihn nicht so häufig gesehen. Ja. Aber wenn ich ihn sah, dann war er für mich ein Abenteurer und er hat mich mitgenommen und ich durfte dann an den Abenteuern Anteil haben. Wir waren zum Beispiel angeln oder wir saßen am Lagerfeuer und ich würde gerne diese Geschichte erzählen, als er mit mir aufs Dach geklettert ist. Also, ich weiß noch, wir saßen im Garten und wir hatten Leute eingeladen zu einer Grillfeier und ich weiß noch, dass ich verärgert und traurig war und bin in mein Zimmer gegangen. Und auf einmal ist mir mein Vater gefolgt und ich habe geweint und er hat mich getröstet und dann hat er zu mir gesagt, komm doch bitte wieder mit runter. Und ich wollte auf keinen Fall, ich war ganz wütend und traurig. Und dann hat er zu mir gesagt, komm, wir machen das so. Wir klettern jetzt auf den Balkon und von dem Balkon auf das Dach und dann zu den anderen in den Garten. Und er hat mich auf den Arm genommen und ist mit mir tatsächlich vor den Augen aller auf dieses Dach geklettert und alle haben uns zugejubelt und geklatscht und ich habe dann so gedacht, oh, wow, was für ein magischer Moment. Und wie das dann so ist, man möchte dann natürlich solche Momente, die einem gut gefallen, wiederholen. Und dann habe ich meinen Vater immer gefragt, wann steigen wir wieder aufs Dach und so und mein Vater hat immer gesagt, nee, das machen wir nicht. Und natürlich hatte ich meinen Freundinnen allen davon erzählt, wie toll das war, aufs Dach zu steigen. Und ganz viele, denen ich dabei war, haben natürlich gesagt, ach, jetzt, du erzählst aber Geschichten und das ist ja nicht wahr. Also habe ich natürlich auf den Tag gewartet, an dem meine Eltern nicht da sind, um das allen präsentieren zu können. Und wir waren so eine Gruppe von Kindern, die immer zusammen auf der Straße spielte. Und ich war die Älteste von allen und somit hatte ich natürlich auch so eine gewisse Anführerposition. Und natürlich waren alle dabei, als ich dann sagte, meine Eltern sind nicht da. Los, wir klettern alle aufs Dach. Ne? Und ich bin mitgenommen in mein Zimmer. Warte mal. Christina hatte tatsächlich vor, mit allen ihren Freundinnen aufs Dach zu klettern? Ups. Unser Haus war total verbaut, das wirkte sowieso schon mal so ein bisschen wie eine Burg. Das war schon spannend, ne? Und alle standen dann da auf dem Balkon. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt klettern wir aufs Dach. Und alle dann so, ich traue mich nicht, weiß nicht, mach mal vor. Ne? Und ich natürlich, voilà, klette über die Brüstung, breite meine Arme aus, spring aufs Dach. Und das Dach geht unter meinen Füßen kaputt. Und zum Glück hatte ich so engelsgleich zur Präsentation die Arme ausgebreitet.
hing in dem Dach, also nur durch meine Arme gehalten, unter mir nicht nur die Tiefe der Garage, sondern auch noch die steinernen Treppenstufen nach unten in den Keller. Und ich wusste, wenn ich da jetzt runterfalle, dann bin ich in irgendeiner Form kaputt. Boah, das klingt nicht so gut. Du hast bestimmt um Hilfe gerufen, oder? Hilfe! Keiner hat dir geholfen? Die waren alle wie eingefroren, haben mich alle angeguckt mit so aufgerissenen Mündern und Augen und... Okay, alles klar. Und was hast du dann gemacht? Habe ich realisiert, okay, meine Arme, die sind hier auf was Festem. Und dann habe ich es irgendwie geschafft. Also ich meine, ich war als Kind immer in Bewegung. Ich war immer irgendwo auf dem Baum, also meine... Arme waren offensichtlich recht muskulös. Ich habe es irgendwie geschafft, mich hochzuziehen aus diesem Loch auf das Dach. Aber dann war auch alles vorbei. Also durch den Schock hat mein ganzer Körper so gezittert, meine Beine haben gezittert und ich hatte nicht die Kraft, von diesem Dach runterzuspringen, was ich normalerweise hätte machen können. Ich habe gesagt, bitte, bitte holt mir eine Leiter. Und hab dann, die sind dann in die Scheune die Leiter geholt und haben die dann an die Garage gelehnt. Und ich bin dann, also sie haben die Leiter festgehalten und ich bin dann ganz vorsichtig diese Leiter herunter geklettert. Wir haben alles schnell weggeräumt. Meine Eltern kamen erst, als es dunkel war. Und die haben an dem Tag es gar nicht gesehen, dass das Dach kaputt war. Das war gut. Ja. Christina und ich brauchen jetzt erstmal noch eine Tasse Tee nach dieser Geschichte. Ich frage Sie, warum dieses Erlebnis so wichtig für Sie war. Was habe ich daraus gelernt? Erstens mal, man kann tolle Erlebnisse nicht wiederholen. Zweitens, ich kann mich selbst aus dem Loch holen. Und drittens, Freunde können mich runterholen. So, ja? Was haben deine Eltern dann gesagt, als sie es entdeckt haben? Also, ich musste dann das neue Dach bezahlen. Ja. Mit 7? Ja. Und wie lange hast du gebraucht, bis du das abbezahlt hast mit 7? So ein Dach? Ich weiß es nicht, kam mir ewig vor. Es kam mir wirklich ewig vor. Und als ich tatsächlich meinen Vater dann das letzte Mal traf, bevor er starb, dann hatte er mich nochmal darauf angesprochen und hat gesagt, sag mal, wieso bist du eigentlich damals auf dieses Dach gesprungen? Und ja, und ich war ihm niemals deswegen böse, sondern ich habe einfach gelernt, dass es auch wichtig ist, Abenteuer im Leben zu erleben oder erleben zu dürfen. Ja, manchmal verliert man den Boden und dann ist gut, wenn man noch irgendwas in der Hand hat. Genau. Ja. Vielen Dank für diese tolle Geschichte, Christina. Wirklich, wirklich, wirklich wahr. Das war unser Podcast für heute. Danke, Christina, für deine Geschichte. Das Interview führte Uta Navrat. Wenn ihr Lust habt, seid morgen wieder dabei. Es ist kaum zu glauben, doch es ist wirklich wahr.